Wetter wird beeinflusst, nicht nur durch die Dunkelheit, auch durch die Abkühlung, natürlich durch die Temperatur, was ja eigentlich die Geschwindigkeit ist. Durch die Temperatur wird die ganze Erde massiv im Wettergeschehen beeinflusst. Durch die Abkühlung wird es viel stärkere Stürme geben. Viel stärkere. Die Meer, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder durch die Medien durch ist, wir haben viel weniger Nebel. Wir haben viel weniger Nebel. Die Meer, die ist längstens wieder leid, wenn wir ein bisschen dort aufschreiben, wenn Nebel war und wenn nicht. Überall dort, wo es Gewässer hat, ist es ganz natürlich, dass Nebel auch entsteht in diesen Jahreszeiten, wie wir jetzt gerade haben, so Winter und Herbst etc. Das ist ganz klar. In der Höhe oben können ein Haufen alte Leute noch erzählen, wie es früher nicht war. Ein Haufen Leute im Mittelalter auch noch. Es ist noch nicht so lange seither, dass man wenig Nebel hat. Das hat angefangen mit unserer eigenen Verschmutzung und nachher ganz massiv durch Beeinflussung, die schon seit mehreren Jahren läuft, die in der letzten Zeit, vor allem im letzten Jahr, zu einer Spitze gekommen ist, die absolut unerträglich ist. Wir müssen uns dessen wirklich mal bewusst werden. Also das ist ja im freien Willen. Wir meinen das nicht so. Wir wollen euch nicht zwingen. Niemand. Jeder kann entscheiden, wie er will. Es gibt einen Haufen Leute, die halten das für Humbug. Und oft halten sie es einfach für Humbug, weil sie irgendwo lesen, ja, der IP8, der Treibstoff, der hat natürlich das Zeug auch in sich. Und da gibt es natürlich auch eine Fahne hinten raus, die sich verteilt. Ja, stimmt auch. Aber es sind viel, viel mehr Flüger. Es geht nicht nur ums IP8. Es geht um bewusste Aussprägen von Materialien, die man nicht mehr brauchen kann, möglicherweise. Von Materialien, die speziell eingesetzt werden für gewisse Zwecke, wo man keinen Erfahrungswert hat. Null. Nada. Und das wird global eingesetzt, nicht an einem begrenzten Ort. Das darf nicht sein. Wenn das in einem begrenzten Gebiet ist, wo man das untersuchen will, dann ist das okay in der Forschung. Aber es ist ohne Erfahrungswert, wo wirklich sattelfest sind, nicht statthaft, den ganzen Globus einzunebeln und zu verdunkeln und abzukühlen. Und aus dem Grund haben wir beschlossen von Blue Sky Garnet am 9.09.2009, am 9.09.09 ist der Tag, der globale Tag vom blauen Himmel. An diesem Tag sollen alle Menschen ihr Zeichen und ihre Verbundenheit mit dem blauen Himmel in irgendwelchen Formen und vielleicht in gut erkenntlichen blauen Formen, vielleicht mit blauen Fähnchen oder blauen Streifchen an der Antenne bei dem Auto oder vielleicht mit einer blauen Binde unter dem Arm. Wie immer, alle Menschen von dieser Welt sollen am 9.09.09 ihrem blauen Himmel Danke sagen. Und sollen denen, die solche Projekte unterstützen, entwickeln und ausführen, klar machen, dass wir das so nicht weiter wollen. Wir wollen unseren blauen Himmel zurück.